Ja, hallo, ich bin's, der Blumenmann. Bist du eher Team Kerze oder bist du eher Team Lichterkette? Ja, wir haben den Plan heute, ein Glas mit einer Kerze oder ein Glas mit einer Lichterkette für vors Haus zu kreieren. Ja, und ich würde mich am Anfang gleich freuen, wenn du mir schreibst, ich bin Team Kerze oder ich bin Team Lichterkette. Ja, was machen wir? Wir machen ein Hauseingangsdeko in diesem wunderschönen großen Korb und dazu brauchen wir wunderschöne Tannenzapfen. Wir brauchen ein schönes Glas, habe ich euch schon gezeigt, und natürlich schwere Steine. So. Haben müssen. Angst haben müssen, dass unsere Kreation gleich kippt, wenn es mal ein wenig windet. Ich habe hier diese Trockensteckmasse und das ist ganz, ganz wichtig, dass die gut ineinander verkeilt ist, so dass da nichts kippt. Nichts hin und her wackelt. Und damit wir eine schöne, saubere Geschichte machen können, schneide ich hier einmal die Ecken ab, so dass ich auf der sicheren Seite bin, dass unsere Zapfen auch gut eingesteckt werden können. So, dass man nicht von Anhieb gleich diese graue Unterlage sieht, legen wir da zum Beispiel etwas Kokosfasern rum, damit wir da nicht Angst haben müssen, dass es schäbig aussieht. Und jetzt starten wir mit Fleißarbeit. Ohne Fleiß kein Preis. Dazu brauchen wir einen Zapfen, wir brauchen Draht und wir brauchen so eine Zange. Und wichtig ist, dass wir diese Zapfen schön sauber rumdrehen, dass wir die in verschiedenen Positionen einstecken und ganz wichtig ist auch, dass wir verschieden lange Drähte wählen. Also dass manchmal braucht es etwas längere Drähte, mal etwas kürzere Drähte und mal legen wir die Drähte irgendwo rein, mal in der Mitte, mal oben, mal unten, so dass es am Schluss eine wunderschöne Harmonie gibt von unseren Zapfen. Ganz wichtig ist, du nimmst so rund 35 cm lange Drähte, die sind so rund 1,4 mm breit und so kannst du eigentlich wunderschön deine Drähte angabeln. Es ist eine Fleißarbeit, diese Arbeit machst du am einfachsten schon bevor du mit dieser Deko startest, weil sonst bist du wie ich immer ein wenig am Hin und Her rotieren und überlegen, was mache ich jetzt? Drahte ich, stecke ich und darum habe ich natürlich vorgängig schon Zapfen angegabelt. Also legen wir doch los, damit es wirklich schnell geht und nicht, dass ihr da zu Hause einschlaft mit dem Blumenmann. Legen jetzt mal dieses Glas hier rein. Wir können so einmal unsere Zapfen schön um das Glas rumlegen. Schauen natürlich, dass das Glas schön in der Mitte steht und schichten so die Zapfen. Wenn du diese Kreation vor dem Hauseingang hast und so deine Freunde, deine Liebsten willkommen heißt,
und es am Regen ist, musst du dir natürlich bewusst sein, deine Zapfen werden einschrumpfen und dann, wenn es trockenes Wetter ist, wieder öffnen. Darum ist ganz wichtig, dass du diese Zapfen mit Draht versehst und nicht irgendwie einklebst oder so, weil sonst gehen die relativ schnell, fallen die aus der Kreation raus. Darum ganz wichtig, diese Zapfen angabeln und so hast du dann auch längerfristig deine Hauseingangsdeko bereit und nicht nur für ein oder zwei Saisons. Natürlich kannst du dann jedes Jahr wieder ein wenig adaptieren und verändern und neu machen, aber ich sag mal so, das ist eine langfristige, pflegeleichte, tolle Winterdeko für vors Haus. Man kann auch ein wenig sagen, der Wintertrend vor deinem Haus zum selber machen. Du siehst, wenn man da einigermaßen gut vorbereitet ist, geht das relativ zügig. Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, wie lange ich da gehabt habe, bis ich da alle Zapfen schön sauber angegabelt hatte. Aber es hat eine Weile gedauert. Aber ich sage immer, ohne Fleiß kein Preis und ohne coole Ideen gibt es auch keine schönen Dekos. So, am Schluss muss natürlich das Glas gerade stehen und wichtig ist auch, dass wir natürlich die Lichterkette gut sehen können. Und das werden wir jetzt dann gleich testen, wenn wir mit unserer Kreation fertig sind. Wichtig ist auch, dass wir da diese Zapfen schön schichten. Also am Schluss haben wir etwa zwei Zapfen übereinander gelegt, so dass wirklich kein Grau mehr ersichtlich ist und dass auch wirklich schön dieser Korb dekoriert ist. Auch hier wieder ist ganz wichtig, spare nicht bei den Zapfen. Die hast du vielleicht irgendwo mal im Wald gefunden. Da macht es auch nichts aus, wenn du zwei, drei Zapfen mehr einintegrierst als zu wenig, so dass es nicht schäbig aussieht. Das wäre ja mehr schade. So, immer wieder aufs Neue drehen, schauen, wo habe ich noch eine Lücke. Darum ist auch wichtig, dass du schön lange Drähte hast, die du da einfach so dann schön reinstecken kannst. Ja, und so siehst du, haben wir auf die Schnelle eine wunderschöne Winterdeko-Idee fürs Vorhaus kreiert. Ich mache es jetzt noch so, ich habe gedacht, ich habe da noch so wunderschönen wilden Asparagus. Und diesen wunderschönen wilden Asparagus legen wir hier noch so ein wenig in unsere Zapfen rein. So haben wir nochmals einen etwas exklusiveren Touch. Diesen Asparagus, den hast du den ganzen Winter, der nadelt nicht, der flockt nicht ab, sondern der bleibt dir wunderschön den ganzen Winter. Das kannst du da einfach so schön reinlegen, reinziehen und so hast du deine Winterdeko für vors Haus auch relativ schnell fertig. Ja, wichtig ist natürlich, dass wir da schön verteilen. Nicht, dass da irgendwo auf einer Seite nur von dieser Asparagus-Geschichte ist, sondern dass dieser Asparagus schön verteilt ist. So, jetzt darfst du mir in die Kommentare schreiben, wenn du noch nicht gemacht hast, willst du lieber diesen Hauseingangs-Deko-Geschichte mit Lichterkette, die da einfach so konstant schön rausschimmert, oder bist du eher Team Kerze? Die braucht natürlich etwas mehr Zeit, bis sie schön leuchtet, aber auch hier eine ganz spannende Variante. Ja, schreib es mir in die Kommentare rein.
Kerze oder Lichterkette. Ich hoffe einfach, es hat dir toll Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dich für deine Hauseingangsdekoration inspirieren. Großer Korb, schöne Zapfen, ein Glas, Kerze, Asparagus oder sonst, was du Lust hast. Und dann hast du deine wunderschöne Dekoration auch schon selber gemacht. Dann sage ich einfach Tschüss und weg, sagt dein Blumenmann. Auf bald wieder, hier bei mir.